Was war das denn? Was denn das? Hallo, ich bin's Xali und das, was ihr da gerade gehört habt, waren die Stimmübungen von den beiden Jungs. Hallo Ben und Sven, schön, dass ihr auch in dieser Folge mit dabei seid. Hallo! Einen wunderschönen guten Abend. Nachdem wir eine Woche gewartet haben seit dem Abschluss. Eine Woche, spinnst du? Des letzten Laufens, ja. Nein. So, ich würde sagen, es geht los mit Herz des Vulkans und wir gehen in die Instanz und ihr könnt dann gerne mitkommen. Dum-di-dum-di-dum. Ja. Wir können dann gerne mitkommen. Was soll das heißen? Wollt ihr auf irgendwas hinaus, das ist eine Anspielung? So, wie cool sieht das denn aus? Ach, alter Scheiß. Schwede. Warte, ja. Ich muss mal kurz einen Screenshot machen hier. Bleibt mal da stehen. Ja. Krass. Lass so. Fuck. Was? Oh Gott. Du hast Fuck gesagt in meinem Video. Was der Beep? Er meinte bestimmt postfaktisch. Wow, wie cool das aussieht. Guck mal da rauf. Was ist das für ein Material? Irgendwie brennendes Glas. Da sprach die Wissenschaftlerin. Ah, hier. Oh. Wow. Ui. Okay, ich bin beeindruckt. Das sieht schon ziemlich cool aus. Ja, es hat so Dragon Ball-Style. Ja. Ah, Schraddel 2.0. Oh, geil! Der war ja kaputt. Wie heißt denn eigentlich auf Englisch? Scruffy! Das stimmt. Take this scanner and use it on the possibly deadly energy barrier. Okay. Use the scanner and use it on the possibly deadly energy barrier. Okay. So, setzt eure besondere Aktionsfertigkeit zur Untersuchung der Barriere ein. Okay. Volatile energy field. Okay. Ah ja, einen Erfolg können wir hier kriegen, verrückte Flugmanöver. Wenn man nicht getroffen wird beim Fall durch den Vulkan oder so. Oh Gott. Spoiler Alert. Was macht die Time-Medai? Wissenschaftszeug. Gebt Schraddel euren Scanner. Gleitet nach oben und sammelt die Anomalie ein. Okay. Timey, fick dich, ey. Mann. Hey, was ist das? Das Wort war es ja. Der Fuck ja noch nett. Wie kommen wir jetzt da hoch? Das ist ja cool. Wieso können wir fliegen? Ja, weil hier so ein Feuerstrahl ist. Naja, sind so Aufwinde. Aha, Feueraufwinde. Jetzt hin. Ich bin gerade im Überlegen, wo es hier weitergeht. Oh, hier. Ja, ich sehe auch was. Einem zum anderen. Nee, oder doch nicht? Doch, ich denke schon, oder? Ich denke auch, ja. Aber ich weiß gerade nicht, wo die weitergehen. Ah, hier, guck mal. Hier. Ah, doch, hier, ich glaube, immer am Rand, oder? Kann das sein? Ja. Die Frage ist nur, wo wir hin müssen. Geht nach oben und sammelt die Anomalie. Ach so, die Anomalien. Ja, hier, ich weiß, das sind diese hier. Außer Reichweite. Wo ist denn das? Ah, diese kleinen glitzernden. Ja. Ach so, okay. Zerstört einen der Anker der Barriere mit der Anomalie. Okay. Da diese grünen, da wo die Targetzieler sind. Kann man die irgendwie werfen, die Anomalien? Nee, ne? Ah, ich hab's irgendwie was gemacht. Genau. Untersucht die Barriere erneut, um eine weitere Anomalie zu erzeugen. Okay, ich bin ein bisschen zu weit oben. Da ist sie, da fliegt sie.
Das macht Spaß. Hui. Ja. So. Okay. Kann einfach da reinlaufen. Das ist so cool. Total crazy. So. Oh mein Gott! Okay, jetzt dürfen wir nicht getroffen werden. Für den Erfolg. Okay, komm rein da, was soll's. Ja, sehe ich auch so. Ja, man fällt halt auch nicht so schnell. You'll never guess what's down here. Please tell me it's not a second, even angrier God of War. No, another energy field and some destroyers. Was ist der Erfolg, Ronja? Nicht getroffen werden. Also bisher wurde ich nicht getroffen. Dachte ich eigentlich. Ja, aber keine Flugmanöver. Ich habe keine Ahnung, ich auch nicht. Ich habe auch nicht so genau geschaut. So. Vielleicht kommt es, geht es ja noch weiter, vielleicht geht es noch weiter nach unten. Das kann auch sein, ja. Aber ich habe mir den Erfolg jetzt auch nicht so ganz genau angeschaut. Weil ich finde mal in der ersten, beim ersten Mal die Story. Oh, vielleicht darf man jetzt auch noch nicht getroffen werden. I don't know, wir werden es sehen, falls wir einmal getroffen werden und der Marker dann weg ist. Ach, ich muss einfach nur die zweite Barriere untersuchen. Okay. Ah, jetzt bin ich getroffen worden. Jetzt habe ich den Erfolg nicht mehr. Was für ein Erfolg? Was ich naja, du hast in deiner Buffleiste, hast du sowas. Warte, ich muss mich gerade konzentrieren. Du hast in deiner Buffleiste dann sowas, dass du noch für den Erfolg in Frage kommst. Und sobald du getroffen wirst oder sobald irgendwas passiert, was halt nicht passieren darf, dann kommst du nicht mehr in Frage. Und dann geht der Buff weg. Stimmt. Aha, ich habe keinen Buff. Ja, dann du bist auch schon getroffen worden. Ah, jetzt! Geil. Jetzt bin ich gerade irgendwie automatisch dann in die Luft gegangen. Ja, der Vulkan ist ziemlich witzig. Wenn du hier irgendwo hinspringst und den Gleitschirm aktivierst, schwebst du automatisch hoch. Mhm. Okay. Ich glaube ein bisschen Mops. So. So, da ist wieder eine Anomalie. Ja, es wäre natürlich cool gewesen, den Erfolg gleich am Anfang zu haben. Aber hey! Bin ich so weit oben? Wir müssen das außer Reichweite. Mann, das sagt mir jetzt gerade, ich bin außer Reichweite. Das stimmt doch gar nicht. Guck mal von hier unten. So. Eins. Zwei. Ah, ich glaube, ich kann auch mehrere gleichzeitig. Ah, und jetzt geht's wieder nach oben. Das ist so cool mit diesen Aufwinden. Mhm. Hier ist eine Molly, weil ich versucht sie zu kriegen. Ah, du hast sie schon. Ich hab sie schon. Ja, das fehlte eh noch irgendwie, so eine richtige Fliegemap. Das könnten sie ruhig mal. Ja, auf jeden Fall. Das ist total cool. Oh, oh, oh. Geht weiter runter. Noch eine Anomalie. Krass. Toll. Oh mein Gott, wie cool ist das? Hui. Ich war noch nie in einem Vulkan drin. Weder in Game noch in Real Life. Another barrier? You got it. And more destroyers. Many more. Ja. You know what to do. Yes, I do. Let's touch them down. Blockiert. Okay. Ja, mit der Anomalie. Why you know Anomalie? So, da. Und wieder runter.
Und wieder anschießen. Oh, oh Gott. Oh, habt ihr das gehört? Ja, hat jemand Hunger. Okay. Ich glaube auch. All of the destroyers, they just dropped. Sie sind einfach in den Boden gesunken. Okay. Oh Gott. So you've probably guessed that Roar was Primordis. Ah, wie schön! Oh. Wie gut, dass das nur Primordus war, der da so ein bisschen... Ich glaube, du hast das eingesammelt, ja, oder? Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wow. Tja, Qual der Wahl, oder? Lieber Balthasar, die... Fuck! Die holen lassen. Wie geil sie. Fuck! Okay. Ja, Arinette, ich bin beeindruckt. Ich glaube, ich weiß, was da schläft. Aber siehst du irgendwo einen Drachen? Naja, komm mal runter auf die Plattform. Guck mal! Oh. Oh, ich sehe einen Kopf. Ich sehe dann nicht nur einen Drachen, das ist noch viel schlimmer. Also ich sehe okay. Vor allem einen Kopf. Bin mir nicht sicher. Gleich ein paar Screenshots machen, alter Schwede. Bin mir nicht sicher, ob das hier unsere Größenordnung ist. Nicht ganz. Ach, Balti ist auch hier. Ja, genau er. Leute, ich hab grad ein bisschen. Mir ist grad mulmig. Leicht. Oh Mann. Was zum. Wie geil ist das denn? Also Epic Moments hat Guild Wars drauf. Ja, alter Schwede. Wollen wir den wirklich wecken? Lass mal das Spiel ausmachen, oder? Ja, stopp genau. Den Stream bitte. Wir stehen aus. Auf Wiedersehen. Aber das ist schon der Kopf da vorne, ne? Wo die Lava raus... Ja, ja, ja. Und waren nicht irgendwie noch die Rede von zwei Drachen? Ja, Jormak, aber ich glaube nicht, dass Jormak in einem Vulkan schläft. Hm. Er darf die Maschine nur nicht anmachen. Aber er hat sie ja schon angemacht. Ja, und er hat ja schon geknurrt, der... Oh, ja. Also. Der hat ja auch die ganze Zeit habt ihr das mitbekommen? Das hat ja auch die ganze Zeit geschnarcht auf der Karte. Oh, Mann. Ja, ich denke mal, diese blaue Mantel um ihn drum ist auch von dem Energiestrahl jetzt. Ja. Oder das ist noch der Schutzschild, und wenn der gebrochen ist, dann kommt er raus. Das ist ja der Hammer. Oh mein Gott. Boah, und diese Größenordnung, ne? Das ist so krass. Verdammte Axt. Also verstehe ich richtig, die Maschine hält den Drachen eigentlich am Schlafen? Nee, die Maschine... Doch, der paralysiert ihn, steht da. Aber Taimi hat ja gesagt... Wenn die Maschine einmal an ist, dann kann man sie nicht mehr ausmachen. Und wir müssen Balthasar davon abhalten, sie anzumachen. Mhm. Okay, das heißt, jetzt kämpfen wir erstmal gegen Balti. Und ja, weißt du, was du da gerade gesagt hast? Das ist ein Gott. Ja, bitte, ja. Oh, der macht bestimmt auch verschiedene Sachen hier mit der Plattform und so. Thema und Tegon? Auch nö. Oh nein, seine Hunde. Seine Hunde. No, Hündchen. Okay, am besten. Okay. Moment, das ist jetzt aber nicht so stark von denen, oder? Ja, warte, ich glaube, der Kampf fängt gerade erst an. Oh, nicht in der Suppe stehen, schnell, geh! Ah, ich habe keine Energie zum Rollen. Ah, jetzt. Da brecht die Maschine mit dem Scanner. Hat irgendein Scanner dabei? Ja, ich habe den Scanner dabei. Ach so, die können nicht sterben, okay. Gleitet?
Sammel die Drachenenergiefragmente, okay. Aber wie gleitet man denn nach oben? Das ist noch ein Vulkan, da gibt man auch nach oben, oder? Springen. Hab ich ja. Den nicht mal aktiviert. Achso. Ich flieg automatisch nach oben. Oh, macht das Spaß. Wo ist denn die Drachen? Ich brauch die nächste Drachenenergie da. Cozy. Hab sie. Hab auch welche. Ah ne, irgendwie hab's nicht bekommen. Ah doch, ich hab irgendwas. Primordial Energie verbleiben. Ich bin jetzt eine Minute lang auf Primordial Energie getrimmt, was auch immer das heißt. Ah, ich muss deren Leichen verderben. Oh, das ist ja Schänderei. Oh, sie leben wieder. Das ist so cool. Ah. Achtung, ich tippe gleich ganz tot. Oh, fuck. Achso, wir müssen in der Luft sein beim Abfeuern. Ja. Ben ist. Moment. Ja, ich bin komplett raus. Von uns gegangen. Aber man muss. Ah, okay. Ich hab das jetzt gar nicht bekommen gerade. Weil der jetzt die Leichen. Die Leichen musst du jetzt verderben. Du verdirbst und ich kämpfe. Ich bin ja tot, ich kann nicht verderben. Ja. Ronja. Ronja kann verderben, jo. Ist gut. Ja, die halten nur auch überhaupt nicht. Brauche ich die blaue oder die die rote? Die rote. Warte, das sind beide, vielleicht ist gut. Ach, Jormagani gehst du jetzt auch. Ui. Und jetzt liegen sie beide. Boah, wie das aussieht hier. Eieiei. Ja, ich brauche beide. Ah. Also einer ist ganz fast wieder gekillt, ja eben, weil der andere hat eine grüne Mark auf sich. Ja, den einen habe ich jetzt erwischt. Thema liegt gleich wieder, kannst gleich wieder, jetzt. Bei Langeweile könntet ihr auch ein bisschen rum aufhören. Rot habe ich. Blau muss ich noch holen. Zu dir, wenn wir Thema haben, denn. So. Ja, nicht, dass die nächste Phase kommt, die ungemütlicher ist. Weißt du. Ja, aber Thema lebt jetzt wieder. Oh, er hat volle Energie. Okay. Weg. Blau und rot. Auf was muss ich schießen? Ja, er lebt wieder. Warte, ich hab's gleich. Jetzt doof. Gut, Ronja, wir sind tot. Scheiße! Der hat kaum noch Leben. Wenn du beides hast, kannst nein! Du... Nein! Nein! Was hast du jetzt gemacht? Nein! Also, ist doch okay, ist doch okay, wir können da wieder hinfliegen, guck. Entspannt. Okay, Gott sei Dank. Na, wer sind hier die wahren Götter? Wir können nicht sterben, Balthasar. Aber ist da irgendwo Energie dann, weil der ist eh gleich, der kippt gleich um. So, der eine kippt gerade um, ja, ich muss die Energie immer starten. Der ist umgekippt. Die blaue habe ich. Hier oben ist die rote. Rote ist natürlich da ganz hinten. Jetzt habe ich die rote. Ah, ja, das ist nicht gut. Jetzt muss ich wieder neu starten. Genau, es muss die gleiche Person. Echt? Die einsammeln, ja. Ich muss die rote jetzt haben. Ja, genau. Dann sammle ich die blaue ein. Okay. Ah, das klappt, okay. Ja, jetzt habe ich auch einen Skill. Noch okay. Lüchter. Jetzt ja. Ist er tot. Sehr schön. Sehr gut. Ach, das ist spannend. Total. Ich bin total begeistert. Das sieht auch nicht gut aus. Oh nein! Nein! Das ist natürlich ungünstig. Warum sind wir alle tot? Liegst du nochmal im Heal-Range? Ja, super. Timey! Heißt das jetzt, wenn die Maschine weg ist, müssen wir durch die uns selbst um die Drachen kümmern? Ja, ich glaube, das ist... Ich fürchte. Nach, alter Schwede, ey. Timey! Was? Oh! Oh, ich bin... Oh oh. Oh oh. Oh nein. Irgendwer wacht jetzt auf. Ja, Spaß. Oh no. Oh nee.
erstmal ein schönes warmes Bad nehmen. Mhm. Oh Mann. Ich musste gerade so ein bisschen an der Hobbit denken. Bye. Tyria seems intact, so at least there's that. You see Balthazar? Aber wo ist Primordus? Explosion, but he apparently doesn't like to follow the rules I know. And Primordus? Let me check. Let me check. Was zur Hölle? Er ist nicht mehr da. Was gibt's da zu checken? Ah. Aha. Oh. Ja, raten ist nicht so eine gute Idee, glaube ich. Das heißt, sie schlafen wieder. Ist ja langweilig. Ich glaube nicht, dass das schon Grund zur Entwarnung ist hier. Paradigm shifting. I'm relieved I'm not responsible for the death of everything I know and love. Confirm that theory as soon as you can. I'm sure we'll have a lot of convincing to do when word of this gets out. I won't sleep until I... On second thought, maybe a little nap before I get started. Oh, Timmy ist so süß. Definitely do that. I'll try to find out what happened to your friend. With any luck, he's been scattered to the mists. Oh. Jö, guck mal, schläft die Kleine. Echt? Nee. Nee, Animation fehlgeschlagen. Sitzt da nur. Okay. At least we won the day, Commander. Score one for Dragon's Watch. Das stimmt, hoffentlich. Drachenwacht. Wir wachen über die Drachen. Das, ja. Ja, ich weiß auch nicht, also... Naja, die Drachenwacht haben wir ja schon vor einiger Zeit gegründet jetzt, als Nachfolgerin für den Pakt. Ich flieg noch ein bisschen hier rum, das macht viel Spaß. So, Herz des Vulkans abgeschlossen. Oh, okay, das war schon die Story. Beherrschung Krisenherd, Herz des Vulkans abgeschlossen. Das war eigentlich ein relativ kurzes Kapitel, kommt mir vor. Aber was für ein epischer Kampf, oder? Das war ziemlich super, ja. Einfach eine coole Idee. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob mit diesem Addon irgendwie ein Raid rausgekommen ist, aber meistens sind die Sachen ja irgendwie so ein bisschen eine Vorbereitung für die Raid-Instanzen. Total epic, es hat mega Spaß gemacht, auf jeden Fall. Jetzt wollte ich nämlich gerade mal ganz kurz gucken, was es hier noch für Erfolge gibt in der Instanz, bevor wir rausgehen, oder? Ja. Allerdings würde ich sagen, für die Leute, die das Video für die Geschichte gucken, das ist ja auch schon wieder ein bisschen länger, würde ich sagen, verabschieden wir uns hier an dieser Stelle. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns, wenn das nächste Kapitel rauskommt oder wahrscheinlich vorher. Und denkt dran, auch mal bei meinen Streams vorbeizuschauen. Da gibt es auf jeden Fall jede Menge mehr Guild Wars 2. Und vielleicht auch mal einen von diesen zwei Typen hier. Vielen Dank, dass ihr mitgespielt habt. Na, klar doch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.